Und wir dürfen beim Du bleiben. Das ist eine ganz, ganz ernste Sache. Wir müssen uns definitiv siezen. Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Steffen und Joch. Buone buongiorno. Hallo und herzlich willkommen zu Schmetterlinge im Kopf. Und wir haben heute einen, bevor ich es vergesse, bitte liken, teilen, abonnieren, das muss man immer wieder sagen, also bei Insta und wir sind bei TikTok und wir sind bei YouTube, also gerne liken, teilen, abonnieren, genau, wir haben da immer ganz viel Content. Wir haben heute einen Gast über den, also wir freuen uns natürlich über alle Gäste, aber heute einen Gast, über den freue ich mich persönlich ganz besonders. Ich verfolge seine Geschichte, ich kann es nicht, seit Jahren immer wieder bei Stern TV, immer wieder, also eine wahnsinnige Geschichte, eine spannende Geschichte. Lehnt euch zurück, genießt diesen Podcast. Meine Damen und Herren, er hat Bücher geschrieben, insgesamt 7 Stück, glaube ich. 7 Stück waren es. 2 davon habe ich gelesen und wir möchten heute ausführlich mit ihm über seine Geschichte sprechen und über seine Bücher. Meine Damen und Herren, bitte Applaus für Mr. Jens Söhring. Wuhu! Meine Damen und Herren, lieber Jens, vielen Dank, wir haben uns jetzt gerade aufs Du geeinigt. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Sehr gerne. Und die erste Frage an dich, wie geht's? Mir geht's gut, dankeschön. Ich bin heute Abend in Franken tatsächlich. Ich wohne ja im hohen Norden, aber ich bin in Franken, denn ich bin ja nicht nur als Schriftsteller unterwegs, sondern auch als Coach und als Consultant. Und ist ein Kunde von mir, hatte eine gewisse Notlage. Und da habe ich mich auf den Weg gemacht hier für 2 Tage intensives Coaching freue mich, meine Erfahrungen aus dem Gefängnis so einzusetzen, um Menschen auch hier draußen in der Welt zu helfen. Denn Gefängnisse sind ja erstmal im Kopf, nicht? Gefängnisse. Heute Abend reden wir ja über einen Tag im Leben des 1792-12. Das beschreibt einen Tag im Gefängnis, so wie ich das gelebt habe, 33 Jahre lang. Vom Aufwachen bis zum Einschlafen in einem amerikanischen Gefängnis. Aber Gefängnisse sind ja auch im Kopf. Und deshalb sind meine Erfahrungen aus der Gefängniszeit durchaus auch anwendbar in der Welt hier draußen, wenn man sich gefangen fühlt in einem beschissenen Job, in einer schlechten Beziehung, in einer ausweglosen Situation. Das sind auch Gefängnisse und die gleichen Strategien, die mir geholfen haben, im Gefängnis zu überleben und mich zu befreien aus dem Gefängnis, können, glaube ich, meiner Erfahrung nach, auch Menschen hier draußen helfen, sich innerlich und auch äußerlich zu befreien, wenn sie in schwierigen Situationen sind. Und das ist mir wirklich wichtig. Ich will nicht, dass diese 33 Jahre hinter Gittern einfach nur ein Verlust sind. Ich will was weiterreichen an Menschen, denen ich vielleicht helfen kann. Da nimmst du fast schon eine Frage vorweg. Ich möchte nur gerade für die Zuhörenden, die jetzt überhaupt nicht wissen, wer ist denn eigentlich Jens Söhring, die viele werden es wissen natürlich, das geht ja seit Anbeginn, wird das ja auch immer wieder aufgegriffen, das Thema. Aber du hast schon gesagt, für eine sehr, sehr lange Zeit, über 30 Jahre, wurdest du in einem Gefängnis sozusagen festgesetzt, weil man dir vorwarf, 2 Menschen ermordet zu haben. Das hast du auch kurz zugegeben, um einen anderen Menschen zu schützen, weil du glaubtest, dass du mit deinem Immunstatus, den du aber nicht hattest, Immunitätsstatus als Diplomatensohn sozusagen da nicht belangt würdest. Das war eine Fehleinschätzung. Und dann kam noch hinzu, dass du in einem Bundesstaat verurteilt wurdest, in dem eine Berufung sozusagen nur sehr kurze Zeit später möglich war. Das heißt, alles, was über 21 Tage an neuen Beweisen gefunden wurde, hat dir nichts geholfen. Und so hartest du also über 30 Jahre aus deiner Sicht, ich sage das jetzt einfach mal so, ich glaube dir das, aber es gibt auch andere Meinungen dazu, aber unschuldig im Gefängnis. Und deshalb nur, dass jetzt unsere Zuhörer den Bogen kriegen, wie du sozusagen versuchst oder es dir auch gelingt, das Ganze zu einem sinnvollen. Aber jetzt bist du wieder dran. Wie macht man das? Also es ist tatsächlich so, ich wurde nach 33 Jahren, 6 Monaten und 25 Tagen entlassen.
aber ohne Unschuldserklärung. Mhm, genau. Das Urteil wurde nicht gekippt. In den Vereinigten Staaten gelte ich als verurteilter Doppelmörder. Mhm. In Deutschland tatsächlich nicht. Ich habe keinen Eintrag auf meinem Strafregister. Ich bin erstaunlicherweise aus juristischer Sicht genau wie ihr beiden. beim Lettschert war es, naja gut. Ja. Naja, tatsächlich ist es so, wer sich näher interessiert für den Fall, der nicht so sehr das Thema heute Abend ist, wer sich näher interessiert für den Fall, da gibt es einen tollen Film, der heißt Das Versprechen. Der ist immer noch erhältlich auf YouTube, kostet nur 3 €, das kann sich also jeder leisten. Und abgesehen davon habe ich über verschiedene Aspekte des Falls auch auf meinem YouTube-Kanal, meinem eigenen YouTube-Kanal, genau, Videos veröffentlicht. Es ist tatsächlich so, um es für Zuhörer, die sich für diesen Aspekt interessieren, ich kann meine Unschuld nicht beweisen. Mhm. Was ich beweisen kann, ist, dass es sehr große Zweifel an meiner Schuld gibt, aufgrund von neuen Beweisen, die nie vor Gericht gebracht werden konnten, wegen dem seltsamen Justizsystem in Virginia. Und in Deutschland würde ich nicht verurteilt worden. Das hat kürzlich ein deutscher Landgerichtspräsident, also ein hoher Richter, in einem sehr langen Interview in der Zeitung Die Welt gesagt. Er hat es auch ausführlich belegt, warum. In Amerika, in diesem, aus meiner Sicht und auch aus der Sicht des Richters, nicht rechtsstaatlichen System, ja, hat es für eine Verurteilung gereicht. In Deutschland hätte es nicht für eine Verurteilung gereicht. Hier wäre ich freigesprochen worden. Aber ich war nicht in Deutschland vor Gericht, ich war in Virginia vor Gericht. Und so ist das. Manchmal macht man als Teenager wirklich dumme Entscheidungen. Und jetzt muss ich damit seit Jahrzehnten leben. Mhm. Und ein Weg, wie ich damit fertig wurde, ist, dass ich Bücher geschrieben habe. Und deshalb freue ich mich so, hier heute Abend bei euch zu sein, denn es ist ja ein Podcast über Bücher. Und Bücher, nicht nur das Schreiben von Büchern, natürlich auch das Lesen von Büchern, hat mich durch diese Jahrzehnte gebracht. Und es gibt Bücher, die mir Hoffnung gegeben haben. Viktor Frankl, auf Englisch heißt das Buch Man's Search for Meaning. Auf Deutsch heißt es, glaube ich, Trotzdem Ja zum Leben sagen. Das ist ein Masterpiece sozusagen, glaube ich, ne? Es ist ein tolles Buch. Mhm. Ein österreichischer Arzt gewesen, ein Psychiater, der ins Konzentrationslager kam und dort überlebt hat. Nicht? Und das ist ein wunderbares Buch. Und es ist, das hat einen weiteren Vorteil, es ist relativ kurz. Man kann es also lesen. Ich sage noch Zeit. Er hat immer recht kurze Bücher, glaube ich, geschrieben, der Herr Frankl. Aber ich möchte auch die empfehlen, die seine Schüler und Schülerinnen geschrieben haben. Aber wir weichen ab, genau. Ja. Und Solzhenitsyn, Alexander Solzhenitsyn, der war in der Sowjetunion im Gulag. Der Titel meines Buches, Ein Tag im Leben des 1792-12, ist ja eine Anlehnung an Ein Tag im Leben des Alexander Denisowitsch, was auch wieder ein fantastisches Buch ist, in seiner eigenen Art und Weise so gut wie Trotzdem Ja zum Leben sagen. Und natürlich ist es schon frech von mir, mir den Titel bei Solzhenitsyn auszuleihen. Aber es ist ja so, die Gefängniswelt in den Vereinigten Staaten ist so krass schrecklich. Und eben, weil die Amerikaner das verstecken, ja, ist es nicht so sehr bekannt. Und deshalb ist es wichtig, dass es solche Bücher gibt über den amerikanischen Strafvollzug. Wenn ich gerade fragen darf, der Thomas Mittelhoff, der war ja schlussendlich wegen eines Helikopterflugs, den er privat im Geschäftlichen machte, der Karstadt-Vorsitzende, war ja auch im Gefängnis, jetzt allerdings nicht vergleichbar mit deinem Fall, das ist ganz klar. Mhm. Und er war auch eine vergleichsweise kleine Zeit im Gefängnis. Er hat sich darüber auch nie beklagt, er hat gesagt, das war die Strafe, aber er hat auch Bücher darüber geschrieben, weil er in einem deutschen Gefängnis natürlich war, aber im Grunde sagte, also wenn er noch nicht kriminell warst und ein ganz bisschen empfänglich bist, dann wirst du auch in einem deutschen Gefängnis einfach ein Krimineller. Und dagegen hat er sich
dagegen hat er geschrieben, sozusagen. Ja, Gefängnisse machen nichts besser. Mhm. Die machen Menschen, die ins Gefängnis reinkommen, werden Menschen im Gefängnis zu besseren Menschen, aber trotz des Gefängnisses, nicht wegen des Gefängnisses. Mhm. Nun ist es so, ich war vor kurzem, ich mache jetzt ein bisschen Eigenwerbung, ich bin nicht nur Schriftsteller und ich bin nicht nur Coach. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin jetzt hier in Franken als Coach. Ich bin ja auch noch Vortragsredner. Und ich habe im letzten Jahr bei einer Industriekonferenz, werde ich jetzt nicht nennen, aber die hat mit Strafvollzug zu tun. Hm. Und da habe ich einen Vortrag halten dürfen über meine Erfahrungen im amerikanischen Strafvollzug für Experten, also Beamte und auch Industrieleute, die mit deutschen Gefängnissen zu tun haben. Und da waren auch zwei deutsche Justizvollzugsbeamte, mit denen ich dann danach lange sprechen konnte, in die Nacht rein, haben wahrscheinlich ein paar Bier zu viel zusammengetrunken. Cheers, Jens, cheers. Die haben auch das Buch gelesen, übrigens, aber die haben mich wirklich beeindruckt. Die haben mich wirklich beeindruckt, was das für gut ausgebildete und hochmotivierte und professionelle Menschen waren. Die haben mir wirklich gut gefallen, diese beiden deutschen Justizvollzugsbeamte. Aber trotzdem, auch wenn man so hochwertiges und hochqualifiziertes Personal hat, wenn man einem Menschen die Freiheit wegnimmt, macht das meistens nur schlechte Sachen mit dem Menschen. Wozu man allerdings auch sagen muss, ich kannte Leute im Gefängnis, die definitiv da bleiben sollten, weil sie für die Außenwelt gefährlich sind. Mhm. Jens, ich wollte aber ganz kurz, bevor wir das, gönnen wir diesen einen Schritt noch zurück, weil natürlich muss die Frage gestellt werden. Also hier nochmal, wir wollen über das Buch sprechen, aber wie gehst du persönlich mit den Menschen um, weil wir haben es auch, ich glaube, es war ein Kommentar, aber wir haben es auch online erlebt, die sagen, er war es, er ist ein Doppelmörder. Wie gehst du damit um, ob du das jetzt online erlebst, ob du das jetzt privat erlebst, ich weiß nicht, ob du das privat erlebst, ich habe es nur online gesehen. Ah, oder es gibt, glaube ich, auch diesen Podcast, das System Jens Söring. Wie gehst du damit, wie sehr lässt du dich an dich ran, beschäftigt dich das in irgendeiner Art und Weise? Also, kurze Antwort ist, ich habe mich selber in diese Sache reingeritten, in meinen Lügen. Und deshalb kann ich mich nicht wundern und ich kann nicht böse sein, wenn manche Menschen meine Lügen von damals glauben und mich heute für schuldig halten. Ja, und das ist ihr gutes Recht. Es gibt Meinungsfreiheit in Deutschland. Jeder hat ein Recht auf seine Meinung, auch wenn sie falsch ist. Ja, und das ist so. Klare Antwort, ja. Es gibt Leute, die glauben, dass es keinen Klimawandel gibt. Und die Tatsache ist, und es ist ganz einfach, ja, in Amerika gilt das Prinzip Life means life. Lebenslänglich bedeutet lebenslänglich bis zum Ende des Lebens. In Virginia wurde im Februar letzten Jahres, also vor 11 Monaten, eine große Studie veröffentlicht, ja, dass Virginia es besonders hart nimmt mit diesem Prinzip, lebenslänglich bleibt lebenslänglich. Virginia ist besonders krass. Und trotzdem bin ich in Bayern. Die Frage ist, was ist schlimmer? Aber gut, ja. Wie kann das sein? Es ist nur so erklärlich, dass sogar die Virginianer Zweifel haben. Ja? Sicherlich glauben die nicht, dass ich unschuldig bin. Ja, glaube ich nicht. Aber Zweifel haben sie schon. Sonst würde jemand... Nochmal, bei meinem Prozess habe ich nicht nur einmal lebenslänglich bekommen. Ich habe doppelt lebenslänglich. Und der Richter hat spezifisch gesagt, es ist im Prozessprotokoll drin, hintereinander. Nicht parallel, hintereinander soll ich die beiden lebenslangen Haftstrafen absitzen. Mhm. Und trotzdem bin ich in Bayern. Da werden die Amerikaner was dabei gedacht haben. Jetzt hast du gesagt, irgendwie muss man jetzt natürlich 33 Jahre rumkriegen. Das hört sich jetzt natürlich sehr flapsig an für eine Situation, die man sich ja einfach nur als Hölle vorstellen kann. Und wenn man im schönsten Gefängnis der Welt säße. Du hast gesagt, du hast Bücher geschrieben, du hast Bücher gelesen, aber 33 Jahre Bücher lesen und schreiben, ja, ist schon, also was war so die Grundstrategie?
Die Grundstrategie ändert sich im Laufe der Jahrzehnte. Okay. Ja? Ein Modell funktioniert nicht 33 Jahre lang. Okay. Ich habe unter anderem 9,5 Jahre lang 2 Stunden am Tag meditiert. Mhm. Ja, das hat 9,5 Jahre lang gereicht. Ja, das Einzige, was ich sagen kann, das mich die ganze Zeit begleitet hat, ist, nicht das Einzige, es gab eine Reihe Dinge, die ganze Zeit lang mich begleitet haben. Hanteln stemmen, joggen, lesen und schreiben. Und natürlich für Freiheit und Gerechtigkeit zu kämpfen. Mhm. Ja. Aber so andere Sachen, ich hatte eine Phase in den 1990er Jahren, da ging es ums schiere Überleben, ja, weil es so gefährlich war. Und damals war ich so jung und hübsch. Ja, das ist richtig gefährlich. Das ist kein Witz. Das ist keine schöne Sache. Mhm. Es werden 200.000 Häftlinge jedes Jahr vergewaltigt in den USA. Tatsächlich werden in den Vereinigten Staaten jedes Jahr mehr Männer vergewaltigt als Frauen. Ja, das ist erstaunlich. Aber die Männer sind fast alle Häftlinge, also interessiert es fast niemanden. Ja, okay. Aber das ist eine ganz krasse und schlimme Sache. Und ja, und in den 1990er Jahren musste ich mich ums Überleben kümmern. Ja. Und die 2000er Jahre, das waren die Jahre, in denen ich fast alle die Bücher geschrieben habe. Und dann die 2010er Jahre, das waren die Jahre, in denen ich besonders intensiv neue Beweise gekümmert habe, weil immer mehr rauskam. Aus irgendwelchen Gründen fing das an 2011, eine Sache nach der anderen. Fast jedes Jahr kamen neue Beweismittel raus, die mich entlastet haben. Und das hat mir so viel zu tun gegeben, da hatte ich keine Zeit für was anderes. Mhm. Wie war es denn, wie war denn das, also es gibt wirklich viele, also man 33 Jahre, eine unfassbare Zeit, aber kannst du dich ungefähr noch daran erinnern, wie das der Moment war, du bist vor Gericht, es wird entschieden, okay, also wann hattest du einen Punkt, als du im Gefängnis warst, als du die ersten Tage angekommen bist, wo du gesagt hast, also wie lange hat das gedauert, bis du das realisiert hast, was da gerade mit deinem Leben passiert, was da gerade in deiner, ja, fast noch Jugend passiert? Ja, das gab ja so, da gab es verschiedene Etappen, ja. Ich wurde ja mit 19 verhaftet, mhm, und mit 19 kam dann auch die Anklage für Kapitalmord, Mord unter Androhung der Todesstrafe. Das war am 13. Juni, Freitag, der 13. Juni 1986. Das, Und das dauerte dann mehr als 3 Jahre lang, bis zum 7. Juli 1989, wo ich unter Androhung der Todesstrafe war. Und das war eben eine Phase, die sehr intensiv war. Darüber habe ich übrigens gleich 2 YouTube-Videos gemacht, wie das war, als mit 19 und dann 3 Jahre lang unter Androhung der Todesstrafe zu sein. Nicht? Mhm. Das war also eine Phase, die aber eine ganz andere Problematik war, als dann die nächste Phase. Ja, dann wurde ja wurde die Anklage für Mord unter Androhung der Todesstrafe zurückgenommen und dann kam das doppelte lebenslänglich. Mhm. Und das ist ja eine ganz andere Sache, wie man damit fertig wird. Ja? Das eine ist die Realisierung, da merkt man, dass man sehr bald auf eine schreckliche Art und Weise stirbt, denn damals hatte Virginia noch den elektrischen Stuhl. Mit 2500 Volt Elektrizität, da wird also eine Elektrode auf den Kopf gesetzt und eine Elektrode an den rechten Wade und die Augäpfel quellen aus den Augenhöhlen hervor, man beißt sich die Zunge ab, die Haare am Körper fangen an zu brennen und das machen die manchmal 3-4 Mal, bis man tot ist. Ja, das war eine Sache. Ja, aber dann ist die nächste Sache, wenn man hört, doppelt lebenslänglich hintereinander. Ja, und man stellt sich vor, bei meinem Prozess war ich dann 23, glaube ich, ja. Ich werde also die nächsten 50 bis 60 Jahre in einem Käfig verbringen. Mhm. Ja, das ist eine ganz andere Sache.
Jetzt sagst du, du bist heute Coach, das heißt, du beschäftigst dich mit Menschen, die nicht in Gefängnissen sitzen, aber es gibt ja viele Arten von Gefängnissen, wie du schon gesagt hast. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, kümmerst du dich um das, wie man heute ja im Neudeutsch so ein bisschen sagt, um das Mindset von Menschen, die in Situationen sind, aus denen sie jetzt gerade nicht raus können, oder auch um das von solchen Menschen, die in Situationen sind, aus denen sie raus können, aber es irgendwie nicht schaffen und wollen. Ja. Es gibt ja, ich meine, ich habe ja analysiert, wie ich da rausgekommen bin, was mir geholfen hat zu überleben und was mir letztlich geholfen hat, da auch rauszukommen. Nicht? Und das basiert, das kann man nachträglich, und es ist ja nachträglich, ich habe es ja lernen müssen, am eigenen Leib und auch ausprobieren müssen. Ja? Diese 7 Grundprinzipien, manchmal wird das genannt die 7 Säulen, der Resilienz, ja, die ich angewandt habe während meiner Haftzeit und die da gibt es ja Forschung zu, ja, das ist ja nicht etwas, was ich erfunden habe. Was ich vermitteln kann, ist, wie ich diese 7 Prinzipien angewandt habe und dann mit Menschen zusammen im Gespräch, so im Team, herauszufinden, wie können Sie diese 7 Prinzipien auf Ihre spezifische Situation anwenden und ja, sich selber zu mehr Freiheit verhelfen. Und das ist möglich, das ist möglich. Ich hab's auch geschafft, nicht? Und das ist ja das, was auch ein bisschen so, es geht auch ein bisschen so um Inspiration, ja. Letztlich ist es so, was an meinen Kunden, meinen Coaches hilft, ist die Realisation, dass so schlimm wie ihre Lage ist, sie ist nicht so schlimm, wie meine war damals. Und das bedeutet, dass es Hoffnung gibt. Ja, denn ich bin kein besonderer Mensch. Ja. Ich bin gar nicht besonders. Ich bin ein recht kluger zumindest, denn du warst ja Stipendiat und... Das ist ein Gerücht. Das wird nicht verbreitet, dass es überhaupt nicht wahr. Nee, also gut, als Teenager war ich ein Streber. Das stimmt. Ja. Nee, ich meine nicht Streber. Ich meine, also eine gewisse Intelligenz kann man dir jetzt nicht absprechen. Wollen wir uns darauf einigen? Ja. konntest du das denn auch im Gefängnis? Ja, sorry. Ein interessanter Punkt. Ich hatte als 17- und 18-Jähriger und 19-Jähriger hatte ich eine sehr hohen IQ, ja, und ich hatte einen sehr niedrigen, aus meiner Einschätzung, ja, rückblickend, sehr niedrigen EQ. Das ist der sogenannte Emotional Intelligence Quotient, ja. Mhm. Das heißt, dass ich unreif war, ja. Ich hatte zum Beispiel gar keine Erfahrung mit Mädchen. Ne? Die Frau, die mich da in diese ganze Sache reingezogen hat, mit meinem Mitwirken, ja, die war 2 Jahre älter als ich und sie hatte sehr viel Erfahrung und ich hatte gar keine Erfahrung mit Frauen und Mädchen, weil ich so unreif war. Und ich habe, und das gehört zur Intelligenz dazu, dieses EQ, ja, der emotionale Intelligenzquotient. Und den hatte ich überhaupt nicht. Da war ich sogar mehr oder weniger, ja, zurückgeblieben. Okay. Hast du eigentlich mit der Frau heute noch Kontakt oder hattet ihr, weil die ist auch entlassen worden? Ja, die letzte Mal, als ich mit ihr Kontakt hatte, war auch kein Kontakt. Das war bei meinem Prozess 1990, als sie gegen mich ausgesagt hat. Ah, okay. Aber nochmal zurück zu den Menschen, die sagen, Mensch, ich bin da in einer Situation, ich will da raus, ich weiß im Grunde vielleicht auch wie, aber ich komme da nicht raus. Wie kannst du jetzt ohne keine, du musst jetzt dein Geheimnis nicht erklären sozusagen, aber so ganz prinzipiell, wie unterscheidet sich denn das Gefängnis hier von diesem physischen Gefängnis? Oder gibt es da, braucht es das eine für das andere? So. Also natürlich ist ein physisches Gefängnis ganz entscheidend, ja. Aber denn man kann sich nicht, das ist ja das, ich konnte das, was ich am meisten vermisst habe im Gefängnis, ja, war die Freiheit,
Beziehungen einzugehen mit Menschen, die ich mir aussuche. Ja? Im Gefängnis kriegst du einen Zellenmitbewohner, den du dir in den meisten Fällen nicht aussuchen kannst. In den späteren Jahren war ich so ein alter Hase, dass ich wusste, wen man besticht, ja, um sich den richtigen Zellenmitbewohner in die Zelle reinzuholen. Aber es war halt immer noch ein Knacki, nicht? Und nicht Heidi Klum, nicht? Ich weiß es nicht. Also, wen sucht man sich als Zellenmitbewohner? Ja, okay. Da ist die Frage, wen hättest du lieber? Aber gut, gleich wieder. Ich bin ein Kind der 80er Jahre, man merkt es. Also die damalige Heidi Klum, aber soll ich ja, okay, die damalige Heidi Klum, sagen wir, ja. Nein, also der Punkt ist, man kann sich nicht aussuchen, ja, mit wem man befreundet ist. Deshalb hatte ich in 33 Jahren vielleicht 3 oder 4 Freunde unter den Häftlingen, weil es so selten ist, dass man jemand im Gefängnis trifft, den man dann tatsächlich auch rein theoretisch in der Außenwelt hätte gern treffen wollen. Nicht? Dann frage ich mal anders, wann sagen denn Unternehmen, den Jens Söring, den laden wir jetzt mal ein, weil wir haben ein Problem, da kann der uns mit seiner ganzen fürchterlichen Erfahrung helfen. Wenn die Heidi Klum absagt, nein. Ja, nee, ja. Das ist erstens sind es sehr oft Unternehmen, die so ein bisschen, naja, kreativ unterwegs sind, ja, die also nicht, und dann sind es Unternehmen, die verstehen, dass ihr wichtigstes Potenzial ihre Mitarbeitenden sind. Ja? Und die müssen, und da kommt es drauf an, was spielt sich zwischen den Ohren ab? Ja? Wie bringe ich als Geschäftsführer neue Ideen, neue Konzepte, neue Vorgehensweise in die Köpfe meiner Mitarbeitenden rein? Denn ohne ständige Innovation kann man heute in der Geschäftswelt nicht überleben. Man muss sich ständig selbst neu erfinden. Und das habe ich ja auch getan im Gefängnis. Ja? Und da gibt es Grundregeln, die ich auslegen kann. Aber vor allen Dingen kann ich Menschen inspirieren. Ja? Jeder hat mal Frust am Arbeitsplatz. Jeder hat mal Frust, dass die Verkaufszahlen nicht so stark steigen oder vielleicht zurückgehen. Ja, und wie werde ich damit fertig? Wie werde ich mit Druck fertig? Dann gibt es auch sehr oft in der Geschäftswelt. Ja, solche Fragen, da gibt es natürlich Resilienzredner, die Bergsteiger waren, ja, und Astronauten oder irgendwo mal eine Bronzemedaille gewonnen haben. Und das haben dann Mitarbeitenden in Unternehmen alles schon mal gehört. Ja, aber ich kann ganz genau erklären, welche 4 Geschäftsprinzipien ich Chuck Harmon und Arthur Bunch beigebracht habe, als wir zusammen ein Kredithai-Kartell geformt haben. Ja, tja, und das ist natürlich eine neue Perspektive, frisches Denken, und das ist das, was sich Unternehmen von mir wünschen, wenn ich so einen Vortrag halte. Mal was anderes. Nicht immer die gleiche Sache neu aufgekocht, sondern endlich mal neue Denkanstöße. Aber jetzt, ich wollte noch mal fragen, also auch noch mal auf das Buch zurückzukommen. 33 Jahre. Wie muss ich mir den Tag, den Alltag vorstellen? Also gerade ich weiß gar nicht, ob man da in irgendeiner Form Weihnachten, Silvester erlebt. Also du hast deine Zeit, das heißt, du hast ja deine Frühstückszeit, wirst früh geweckt, dann hast du Zeit zum Laufen oder du hast Zeit zum Hantelstemmen oder Meditation. Aber du hast ja auch Phasen dazwischen. Also wie ist es, gab es ein Gefühl der Langeweile? Gab es ein Gefühl also auf 6-7 Quadratmeter, du schreibst auch in dem Buch, du wolltest gar nicht, dass das zu deinem Zauber, manche Insassen ziehen da einfach ein, vielleicht auch mit einer anderen Perspektive, wenn man weiß, man hat ein anderes Ziel, aber wie muss ich mir einen Mittwochabend um 18 Uhr im Knast vorstellen, also was macht man da? Ich denke gerade an einen Mithäftling, wir waren so halbwegs Kumpel, ja, und auch halbwegs nicht, der hieß Stan Lloyd. Und der hat mir gesagt, er würde mich so richtig hassen,
hat er auf, übrigens auf freundschaftliche Art und Weise gesagt, er würde mich so richtig hassen, weil ich nie genug Zeit hatte im Gefängnis. Ich hatte immer zu viel zu tun und da hat er mich so viel beneidet. Ja, und dafür hat er mich gehasst. Er hat sich gelangweilt, schrecklich, wie die allermeisten Häftlinge, hat sich zu Tode gelangweilt. Aber ich bin immer von einem Ort zum nächsten gehetzt, weil ich immer was vorhatte. Ich hatte immer was zu tun und das hat, dafür hat er mich beneidet. Interessanterweise hat gerade dieser Stan Lloyd, der ein ziemliches Arschloch war. wenn er das hat, der sitzt doch dann. Gut, das ist ja. Also, ach Gott, lange Geschichte. Also die ganze eklige Geschichte will ich gar nicht erzählen. Okay. Es ist wirklich unappetitlich. Aber der hat dann irgendwann, hat der so ein, ich weiß nicht, ob sie in Deutschland diese Buchserie, die heißt For Idiots. Ja, für Idioten. Für Dummies. Ja, für Dummies, genau. Ah, sehr gut. Er hat ein Buch in irgendwie die Hände bekommen, Mathematik für Dummies. Ja? Oh. Und irgendwie hat er sich in die Sache verliebt. Ja, und hat sich dann von seiner Mutter weitere Mathematikbücher zuschicken lassen. Und endlich, nach irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Jahre der zu dem Zeitpunkt abgesessen hatte, auch irgendwie so 20 Jahre, endlich hat er was gefunden. Und er, dann, das hat ihn rausgeholt aus dem Gefängnis. Er hat sich mit so einem Mathematikbuch hingesetzt und hat irgendwie irgendwas Verrücktes gelernt, wovon ich gar keine Ahnung hatte, ja. Aber es hat ihn fasziniert und es hat, hat ihn aus dem Gefängnis rausgeholt. Er konnte also aus dem Gefängnis? Im Kopf. Ja, ja. Okay, geil. Ja. Mhm. Ja, ich hatte letztens im Übrigen diesbezüglich, also nicht das Buch gelesen, aber gesehen, Depression ist ja im Moment auch ein großes Thema, ist ja auch ein Gefängnis, von dem man noch nicht so genau weiß, ob es körperlich oder vorwiegend geistig ist, aber und er hat ein Buch darüber geschrieben, dass er Depressionen überwunden hat. Er hat gesagt, ich habe mir 2 Monate lang einfach, nicht sinnlos, aber meinen Terminkalender voll gemacht. Ja, das heißt, er war wirklich 2 Monate, sagt er, hat er stets Termine gehabt und hat darüber auch wieder verlernt, darüber nachzudenken, wie schlecht es ihm geht. Jo. Das mag nicht für jeden so funktionieren, aber wenn ich dich jetzt so höre, ist das eine sehr ähnliche Strategie. Jo. Das ist ja auch etwas, was gerade im Resilienz-Coaching wichtig ist. Mhm. Der Passivität raus, ins aktive Handeln rein. Ja, dadurch erfährt man Selbstwirksamkeit. Und manchmal, wenn man sich selber nicht helfen kann, kann man anderen helfen. Ja, und das trägt nicht direkt zur Lösung der eigenen Probleme bei, ja, aber durch so karitativen Einsatz, ja. Aber man erfährt, dass man immer noch fähig ist, etwas zu verändern, ja. Selbst wenn es ist, also ich habe meinen Mithäftlingen Meditieren beigebracht und Tai Chi. Ja? Mhm. Das hat mich nicht irgendwie näher zur Freiheit gebracht. Aber ich konnte fühlen, dass ich immer noch etwas bewirken kann. Ja? Und das nennt sich Selbstwirksamkeit. Dieses Gefühl, dass man, ich bin nicht nutzlos, ich kann noch was. Ja? Mhm. Momentan kann ich mir nicht selber helfen, aber ich kann jemand anderen Meditation beibringen, ich kann jemand anderem Tai Chi beibringen. Ne? Und ja, das ist also, ja, man muss raus aus der Passivität, rein ins Handeln. Mhm. Jens, ich wollte mal fragen, auch ein Thema in dem Buch, ist das Thema Haftbedingungen. So, und du schreibst im Endeffekt auch das, was ich dann teilweise dabei gedacht habe, zu sagen, ja, also da sind Schwerverbrecher dabei. Und dann sehe ich immer wieder Berichte bei, also die sind vielleicht jetzt nicht so ganz super seriös, aber bei NTV und man sieht diese kleinen Zellen und man sieht, wie die da leben und du schreibst auch über das Loch im Gefängnis und man denkt sich, boah, es ist diese Diskrepanz zwischen, oder wie, also wie würdest du jetzt auch mit der Erfahrung, 2-3 Jahre draußen zu sein, wie würdest du, wenn man dich fragen würde, den oder das Gefängnis in Amerika verändern, weil ich kenne es nur vom Sehen her, Gefängnis in Deutschland, das sieht so ein bisschen aus wie irgendwie Junggesellenabschied und die haben da ihren Fernseher und Snacks und Toaster, wo du sagst, ach guck, also ich habe mal anders gelebt. Also wie würdest du, wenn man dich fragen würde, wie würdest du die Haftbedingungen verbessern in Amerika? Also, Verzeihung, ich glaube, es ist nicht möglich. Oh, okay. Ja. Ja. Das ist, das gesamte Justizsystem ist dermaßen kaputt. Ja.
Es ist, man kann, es ist nicht, ich glaube, es ist nicht reparierbar. Ja, das hat was mit der Geschichte und der Kultur der Vereinigten Staaten zu tun. Hm. Es geht bis hin zurück ins 17. Jahrhundert, in die Gründungsphase der britischen Kolonien. Mhm. Die USA wurden ja gegründet von den Puritanern. Das war eine englische Sekte in der anglikanischen Kirche. Denen ging es darum, dass in deren Theologie, ja, um den strafenden Gott, ja, mhm. Es war ganz, ganz zentral in deren Gedankengut, dass Gott hasst die Sünder und will sie bestrafen. Er hasst Sünde, beziehungsweise er hasst die Sünde und er will Sünder bestrafen. Und das war ganz am Anfang der Geschichte der Vereinigten Staaten ganz zentral und das wirkt bis auf den heutigen Tag fort. Okay. Der Gedanke, dass Strafe wichtig ist. Mhm. Ja? Und das ist der Grund, warum amerikanische Haftstrafen so unfassbar lang sind. Das hört man immer wieder. Mhm. Also 328 Jahre. Mhm. Ja? Mhm. Oder bei mir zweimal lebenslänglich hintereinander. Was soll der Quatsch? Das geht zurück bis zu vor die Gründungszeit, den Gründungszeiten der USA. Strafe ist so wichtig. Und wenn man dann Menschen so lange bestraft, mhm. so oft bestraft, in den USA, sowas, was in Deutschland gibt, viele Menschen, die vor Gericht kommen, kommen dann in die Psychiatrie. Mhm. Das gibt es so gut wie gar nicht in den USA. Das ist winzig klein. Die meisten, die allermeisten psychisch gestörten Menschen, die ein Verbrechen begehen, kommen in den Regelvollzug. Mhm. Ganz normales Gefängnis. 30 bis in manchen Studien 50% der Häftlinge haben diagnostizierte psychische Erkrankungen. Mhm. Ja. Und es geht, und deshalb haben die 2 Millionen Menschen hinter Gitter. 2 Millionen Menschen. Das ist halt der. Ja, es ist, also ich sehe dann Bilder von deutschen Gefängnissen und denke mir, okay, oder das dem Strafrecht, dann kriegt er 15 Jahre, also ich bin da wirklich nur Laie, aber der kriegt 15 Jahre und nach guter Führung ist er nach 6,5 Jahren wieder draußen und macht das nächste Verbrechen. Dann sehe ich aber das, was in Amiland passiert und sehe, allein wie du es auch nennst, das Loch oder diese Isolationshaft, wo ich denke, wenn der 23 Stunden am Tag eingesperrt ist, darf eine Stunde im Käfig draußen mal an die frische Luft und ist 23 Stunden eingesperrt. Du beschreibst es ja auch mit Blut verschmiert, also aufgeritzt oder Fäkalien an der Wand oder du sagst, das ist ja auch klar, weil welcher Verstand hält das aus, 23 Stunden am Tag auf 5-6 Quadratmetern? Ja, also es ist erschreckend. Und was hilft's? Also was hilft? Das wirklich Erschreckende daran ist, ja, diese Isolationshaft wurde erfunden von einer anderen amerikanischen religiösen Sekte. Die hießen die Quaker. Mhm. Ja, die haben das vor 200 Jahren eingeführt. Und damals schon, und der Grundgedanke ist, man nimmt einen Sünder und isoliert ihn, ja, damit er sich seiner Sünden bewusst wird. Ja? Und damals schon, vor 200 Jahren, sind die daran zerbrochen und also psychisch erkrankt, ja. Und trotzdem, 200 Jahre später, machen sie es immer noch weiter in den Gefängnissen, in Guantanamo Bay, nicht? Sie benutzen die gleichen Sachen, die vor 200 Jahren erfunden wurden, immer noch weiter. Ja, vor allem vermutlich gibt es doch mittlerweile seriöse Studien, vermutlich zuhauf, die genau zeigen, dass das nicht funktioniert. Wir geben uns ja immer so Wissenschafts fast schon fanatisch aus. Das haben wir in der Corona-Pandemie gesehen. Da galt ja nur noch, was Wissenschaft gesagt hat, und zwar ungeachtet der menschlichen Komponente. Wieso macht man in so einem Bereich, ist das so tief in der DNA, dass man das einfach alles ignoriert? Ja, genau. Genau das ist es. Es ist so tief drin, dass Fakten und Wissenschaft
nicht dagegen ankommen. Was sagen denn jetzt, du sagst, du warst auf einem Kongress, wo du vermutlich zu diesem Thema gesprochen hast und auch diese Meinung geäußert hast. Was sagen denn diejenigen, die in diesem System Justizvollzug drin sind, wenn du denen das so erklärst und sagst, dass das eigentlich... Die sind natürlich erstmal schockiert, die können das ja nicht. Ich meine, die wissen es natürlich in gewisser Weise, aber die haben dann noch nie Kontakt gehabt mit jemandem, der im amerikanischen Strafvollzug war. Okay. Muss ich vorstellen, ich war in einem US-Bundesstaat, Virginia, der hat 8 Millionen Einwohner. Ja, und dort gibt es mehr Häftlinge als in Deutschland, einem Land mit über 80 Millionen. Ja, die Zahlen. Ja? Völlig abgefuckt. Das muss man sich mal vor Augen führen. Ein Bundesstaat mit einem Zehntel der Einwohner hat mehr Gefangene als Deutschland. Bist du denn, jetzt bist du ja ein freier Mann. Das heißt, in Deutschland bist du auch tatsächlich frei. Da wirft man dir nichts vor, beziehungsweise man sagt, wir können es einfach nicht nachweisen. Und von daher in dubio pro reo, also alles gut. In Amerika, gut, da darfst du jetzt nicht mehr hin. Du wirst es verkraften vermutlich. Ich habe gerade zu Weihnachten von sehr vielen amerikanischen Freunden gehört. Ja. Und ich vermisse die Leute sehr. Okay, gut, das stimmt natürlich. Ja. Aber bist du denn heute immer noch, ist es heute immer noch ein Ziel von dir, im Grunde deine Unschuld zu beweisen? Oder ist der Prozess für dich in Amerika ja eh nicht mehr durchführbar, aber ist der Prozess, also nicht der Gerichtsprozess, bist du aus diesem Gefängnis auch draußen? Ist kein Gefängnis. Ja, also genau. Tatsache ist, Unschuld kann man sowieso nicht beweisen. Das kann fast niemand. Unschuld kann man nur beweisen, ja, wenn es eine Videoaufzeichnung gibt, ja. Das ist ganz allgemein im Leben so gut wie unmöglich, Unschuld zu beweisen. Ja. Man kann Zweifel an der Schuld erwecken, aber Unschuld positiv zu beweisen, ist fast unmöglich. Und in den 80er Jahren, wo es kaum Videokameras gab, und als es Videokameras gab, gab es keine Aufzeichnung. Das ist ja noch so was, diese Sache hat sich ja abgespielt, ja, Mitte der 80er Jahre, da gab es noch keine Computer, also so gut wie gar keine. Kein Internet, es gab keine digitale Aufzeichnung, das wurde alles über VHS gemacht, ja. Es gab keine Aufzeichnung von Videokameras. Man kann Unschuld in solchen Umständen nicht beweisen. Ja. Aber hast du dann nicht auch das Bedürfnis, also jetzt gerade wurden... Also, am letzten Dienstag, wo warst du am letzten Dienstag um 18.30 Uhr und beweise mir das mal? Ja. Ich glaube, ich war mit dem Döner auf der Couch, das kann ich, aber gut. Keine Zeugen. Wenn du auf der Couch mit deinem Döner in der Hand und einem Bier in der anderen Hand, gibt es keine Zeugen. Also ich habe einen Zeugen für letzten Dienstag, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Natürlich, wenn du jetzt den vorletzten nennst, dann wüsste ich es auch nicht mehr. Aber hast du denn, brauchst du alles nicht beantworten, aber hast du denn, also weil gerade dieses System Söhring oft thematisiert wird, auch bei YouTube, hast du denn da schon mal reingehört und das Bedürfnis, demjenigen, der das produziert, dann eine runterzuhauen? Oder ist man da irgendwann drüber? Beziehungsweise hatte ich auch gelesen, standest du nicht mit einem vor Gericht, der da immer noch dir hinterher rennt? War da irgendein Name, wurde auch online erwähnt? Ich habe es leider mir nicht aufgeschrieben. Ja, also ich habe zu dem Podcast eigentlich nichts zu sagen. Ich bin erstaunt, dass Menschen den ernst nehmen. Und wirklich erstaunt. Ja, ich kann es kaum fassen. Ich bin wirklich überrascht, dass Menschen den überhaupt ernst nehmen. Aber wer sich dafür interessiert, ich habe YouTube-Videos gemacht, die sich mit gewissen Aussagen dazu aus dem Podcast. Ah, okay. Ja, ja, aber im Allgemeinen, also der Gedanke, dass ich aus dem Gefängnis heraus oder dann auch nach meiner Entlassung irgendwie die Medien manipulieren soll, ja, wer sich auskennt mit den deutschen Medien, ja, dann muss man sich mal vorstellen, man rückt da an mit einem Anwalt und einem PR-Berater und befiehlt Reportern, wie sie zu berichten haben. Die würden mich dermaßen in die Pfanne hauen. Aber holla, dann ist es so, kein
einziger Journalist erscheint in dem Podcast, um zu bestätigen, ja, der Söring ist da angekommen mit seinem Anwalt und hat mich bedrängt. Ich soll nett über ihn berichten. Kein einziger Journalist hat das bestätigt, weil es niemals passiert ist. Es ist nie passiert. Ja? Aber der Podcast behauptet das und Leute glauben es. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht fassen. Aber stehst du momentan mit jemandem vor Gericht wegen Verleumdung? Oder das ging um einen US-Autor oder Anwalt, der noch behauptet, dass das gemacht war, ist? Das war eine Klage im vergangenen Sommer. Da wurde von irgendjemandem mal behauptet, ich könne möglicherweise hier jemanden in Deutschland ermorden. Und ich empfand das als beleidigend. Mhm. Ja. Und offensichtlich kann man das aber sagen. Dass, ja, offensichtlich darf man das sagen. Und damit muss ich mich abfinden, dass man über mich spekulieren darf, ob ich jetzt hier irgendwie in Deutschland rumlaufe und Menschen töten könnte. Ich finde das ziemlich schlimm, dass das erlaubt ist, aber das ist die Rechtslage und ich muss mich daran gewöhnen. Ach, das heißt, das wurde dann vor Gericht oder bei Gericht so entschieden, dass derjenige das sagen darf? Es gab keine Entscheidung, aber ja, es ist also, das war nicht, ich war nicht erfolgreich. Okay. Ich war nicht erfolgreich und man darf offensichtlich spekulieren, ob ich möglicherweise hier herumlaufen könnte in Deutschland und jemanden töten könnte. Und ja, wie du vorhin sagtest, man darf... Das ist die Gesetzeslage in Deutschland offensichtlich. Und okay, dann darf man das. Wie du sagtest, man darf jede Meinung haben, auch wenn sie falsch ist. Ne? Aber so. Das ist jetzt ja eine, die dann einen anderen auch betrifft. Aber schlussendlich, naja, ist es natürlich so, es gibt immer Menschen, die projizieren wahrscheinlich eine ganze Menge in dich und deinen Fall rein. Und dann kommt es eben zu solchen Dingen. Aber du hast, finde ich, ja sehr... also nach 33 Jahren so ein Leben wieder zu finden und so zu sein, wie du bist. Und egal, ja, ob du unterstützt hast, ob du es gewesen bist oder nicht, die 33 Jahre hast du ja so oder so abgesessen. Und ich finde, nach 33 Jahren einfach wieder so ins Leben zu finden, ist schon, oder erst gar nicht rausgefunden zu haben, weil du hast dich ja eben im Gefängnis mental eben sehr mit dem Problem befasst und geschaut, dass du eben nicht daran zerbrichst. Kann das denn jeder, oder würdest du sagen, ich sag mal, du hast in diesem Gefängnis auch Leute kennengelernt? Klar, die können sich reflektieren, aber sie werden es im ganzen langen Leben nicht tun. Also ist es nicht schon auch dem vorenthalten, der eine gewisse Draufsicht auf sich gewohnt ist? Also ich hatte natürlich den Vorteil, mit einer gewissen Bildung und aus einem sicheren, familiären Umfeld ins Gefängnis reinkam. Die meisten Menschen in den USA zumindest, ich habe keine Ahnung, wie das ist in Deutschland, ja, aber in den USA ist es ja so, dass in den Vereinigten Staaten werden viele Menschen, die hier in Deutschland in die soziale Systeme reinkommen würden, ja, so Pflege und Betreuung und sowas, ja, werden in den USA im Gefängnis entsorgt. Mhm. Ja, ich hatte ja vorhin davon gesprochen, über Menschen mit psychischen Erkrankungen. Die drei größten psychiatrischen Krankenhäuser der USA sind nicht Krankenhäuser. Es sind die U-Haftanstalten von New York, Los Angeles und Chicago. Mhm. Und Menschen, die gar nicht ins Gefängnis gehören, können sich natürlich nicht reflektieren. Und etwa die Hälfte der amerikanischen Häftlinge sind Analphabeten, also können vielleicht ein bisschen verstehen, aber können sich nicht wirklich ausdrücken, schriftlich. Das ist natürlich sehr, sehr hart für die. Ja? Und ich würde sagen, also ich kann sagen, für mich war es auf eine verrückte Art und Weise ein Vorteil, unschuldig zu sein. Denn ich hatte etwas, wofür ich kämpfen konnte. Mhm. Und die anderen Typen, ja, die schuldig waren, die hatten nichts, wofür sie kämpfen konnten.
Und das macht das Leben zur Hölle. Wenn man etwas hat, wofür man kämpfen kann und kämpfen muss, ja, dann hat das Leben auch einen Sinn. Da kommen wir zurück auf Viktor Frankl und trotzdem Ja zum Leben sagen. Ja? Das Leben braucht ein Logos, ein Ziel, einen Sinn. Und darum geht es. Und da würde ich natürlich sagen, in eigener Verteidigung, ja, in eigener Sache, man kann 33 Jahre lang für die Wahrheit kämpfen. Aber niemand in der Welt, niemand kann 33 Jahre lang für eine Lüge kämpfen. Das geht nicht, Leute. Ja, das ist nicht möglich. Das war ja fast ein schönes Schlusswort. Ich wollte dich, eine Frage noch stellen. Aber der Steffen hat. Ja, ich wollte eine. Jens, was ist denn das Schönste jetzt in Freiheit? Du bist ja seit 3 Jahren in Freiheit. Was ist denn das Schönste neben Sex, Alkohol und Drogen an der Freiheit? Was gibt es denn außer Sex? Das war das Schlusswort. Ich verstehe die Frage nicht. Ich habe sie beim Ausfall so nicht verstanden. Ich würde sagen, dazu schreibt er sein 8. Buch. So. Und das war ja mal, der geplante Titel von dem anderen Buch, was du da hattest, Rückkehr ins Leben. Ich will den Titel gar nicht erwähnen. Es ging um Nutten und Drogen in dem Titel. Und dann habe ich das eben doch nicht gemacht. Der Verlag. Lass den Titel der Autobiografie vom Letschert. Ich würde gerade noch ein Set-Foto machen, Freunde, damit man sieht. Wahnsinn. Also wirklich eine große. Es wird natürlich gehatet und, warte mal, ich sehe auch, und kommentiert. Aber wir sagen vielen, vielen, vielen Dank, Jens. Ja. Wahnsinn. Herr Letschert, bitte Abmoderation. Sorry. Ich bin ja wieder. Naja, alles gut. Alles gut. So, ich meine, letztendlich, ja. Man muss aufs Positive schauen, in die Zukunft und auf das Gute. Und es gibt Menschen, die schauen auf das Negative und sie schauen rückwärts, nicht in die Zukunft, und sie sind nicht glücklich und sie projizieren ihre eigene Unglücklichkeit auf die Welt da draußen. Und ja. Und wer dazu Fragen hat, der kann Jens Höring auf jeden Fall engagieren, wenn er ein Unternehmen ist. Aber vermutlich redest du auch mit Privatmenschen als Coach. Du hast Bücher geschrieben, eine ganze Menge auf deiner Webseite. Einfach Jens Höring eingeben, dann kommt es an erster Stelle. Und der YouTube-Kanal ist wirklich sehr, sehr informativ. Nicht immer hübsch anzugucken, weil natürlich auch Bilder der Tat gezeigt werden. Ja, das ist eine Warnung dabei. Ja, genau. Bei diesen Videos sage ich auch vorher, das ist nichts genau. Für Menschen unter 18. Und auch nichts für Menschen, die getriggert werden können. Denn da sage ich, ich mache einen richtigen Faktencheck. Ja? Ich führe dann die Menschen durch die ganzen Beweise durch mit Gutachten und Fotos. Aber das ist eben das ist schon harter Tobak. Ja. Aber der TikTok-Kanal ist entspannt, oder? Der TikTok-Kanal ist vollkommen entspannt. Ja, siehst du, also. Ich habe gerade heute Nachmittag noch einen hochgeladen über meine Knastjobs. Na, guck. Und ich habe natürlich auch noch ein Instagram-Konto. Das habe ich auch noch. Da warte ich auf den blauen Haken Instagram. 11.600 Follower. Warum habe ich meinen blauen Haken noch nicht? Und bald gibt es auch T-Shirts und Tastenaufdruck, Mr. Jens Höring. Mark Zuckerberg, where are you? Ja, aber wo ist er, wenn man ihn braucht? Help a brother out. Ja. Und dann bitte Applaus für Jens Höring. Vielen, vielen Dank. Große Freude. Sehr, sehr geil. Lieber Jens, vielen, vielen, vielen Dank. Habe die Ehre. Gemacht. Schönen Abend. Liebe Grüße. Ebenso. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Ciao, ciao. Schmetterling im Kopf. Der Podcast mit Steffen und Joch. Geschafft. Hat's gefallen? Hast du Fragen, Wünsche, Kritik? Dann schau auf letschert.net oder schreib an jo@letschert.net. Und immer dran denken, böse Menschen haben keinen Podcast. Naja.